Jörg Buschke, entdeckt Deutschland, Baby. Liebe Zuschauer, hier ist Gute Wiesbaden vom Wiesbadener Pfingstturnier. Und ich bin gerade eben ins Gespräch gekommen mit Michael Ande, den ich hier wirklich zufällig getroffen habe, den ich noch kenne von Der Alte, von der ZDF-Serie Der Alte mit Siegfried Lowitz und Rolf Schimpf. Und ich habe ihn nicht gleich erkannt. Herr Ande, nehmen Sie es mir bitte nicht übel. Überhaupt nicht. Nein, nein, das gehört dazu. Sie sind ja auch ein bisschen jünger als ich und das ist verzeihlich, wenn Sie das nicht mehr so genau wissen. Und ich habe auch tatsächlich eben schon eine Erdbeerbowle getrunken und habe so wie so eine leichte Vorstufe vom Sonnenstich. Ich versuche trotzdem eine Art Interview irgendwie hinzubekommen. Das ist ja total spannend. Wann haben Sie denn, Sie haben neulich erst quasi vor 2 Jahren aufgehört mit der Rolle? Ich habe, 2015 genau, habe ich aufgehört. Ja, das ist richtig. Es waren dann 40 Jahre und das hat dann auch gereicht. Was ist so die spannendste Anekdote aus diesen 40 Jahren Der Alte? Wie war Siegfried Lowitz? Siegfried Lowitz war ein hervorragender Schauspieler und ein schwieriger Mensch. Und ich würde so weit gehen, da gab es mal einen Schauspieler, ein Riesenplakat, wo ein Schauspieler für sich in Anspruch genommen hat, ich bin so begabt, dass ich auch ein Schnitzel spielen kann. Und ich würde so weit gehen, dass Siegfried Lowitz so begabt war, dass er diesen Schauspieler hätte spielen können, wie der gerade das Schnitzel spielt. Das heißt, also ich höre da durchaus raus, ja, er war schwierig, aber hat einfach auch, ist ein Schauspieler der alten Schule gewesen, konnte auch einfach seinen Job richtig gut. Kam auch vom Theater, oder? Ja, ja, höchste Verehrung und er hat Theater rauf und runter, alles, was gut und auch böse war, hat er alles gespielt. Er war schon toll, ja. Wie war das, da unterwegs zu sein? Also Sie waren ja dann immer so mit einem Team. Wie lange hat man da gedreht? Waren das 45 Minuten damals oder Einstünder? Also es läuft ja immer noch und es sind immer noch 60 Minuten. Okay, 60 Minuten. Wie lange dreht man da inzwischen? Wie viele Tage? Unterschiedlich, zwischen 11 und 15 Tagen. Und welche Anekdote fällt Ihnen so ein? Also meine letzte Anekdote ist ganz frisch. Ich gewöhne mich ja jetzt langsam so an das Rentendasein, was mir nicht schwerfällt. Und jetzt hier auf dem Wiesbadener Turnier, ich habe einen Dalmatiner. Und der Dalmatiner hat gerade eine OP hinter sich und muss so einen Body tragen. Und da konnte ich also aussuchen, Body, Pink und. Unter anderem auch ein Body mit einem Zebra-Design. Mhm. Und den habe ich ihm dann drüber. Und jetzt wurde von allen Sendern, die hier ihre Teams unterwegs haben, wurde immer nur noch mein Dalmatiner mit dem Zebra-Body gefilmt, aber ich nicht mehr. Meine Frau ist ein Pferdefan und wir fahren jedes Jahr von Bayern hierher und schauen uns dieses wunderschöne Turnier an. Sind Sie wirklich wie man so schön sagt, im Ruhestand und können Sie das überhaupt, wenn Sie die ganze Zeit gespielt haben? Man kann doch nicht einfach dann Schalter umlegen und sagen, ich mache jetzt nichts mehr. Wie sieht Ihr Alltag aus, wenn Sie davon ein bisschen verraten wollen? Nee, das ist richtig gut mit dem Schalter. Das ist ein ganz großer Schalter, der auch gar nicht so schwergängig war. Den habe ich einfach umgelegt und ich fahre jetzt einfach sehr viel mit meinem E-Bike. Ich kümmere mich um den Garten. Ich kümmere mich um meinen Hund, natürlich auch um mich selbst. Und es geht mir richtig gut und ich vermisse nichts. Und Sie haben mir eben verraten, Sie drehen auch selber ein bisschen was. Auch ab und zu mit dem Mobiltelefon. Und schneiden Sie das dann zusammen? Machen Sie Musik drunter? Was sind das für kleine Produktionen, die Sie machen? Oder größere? Nein, nein, es sind nur ganz kleine Produktionen. Und ich muss das auch ein bisschen relativieren. Ich bin weniger ein Filmer als ein Fotograf. Ich fotografiere sehr gern. Ich habe früher mehr fotografiert, als es noch analog war. Da war ich auch sehr gut eingerichtet, so mit Dunkelkammer und mit Abwedeln und mit allen Finessen, die einem da bei der Schwarz-Weiß-Fotografie zur Verfügung standen. War dann etwas irritiert durch die Digitalisierung muss sagen, von der Qualität her ist meine Fotografie etwas schlechter geworden. Dafür gibt es mehr Bilder. Das ist halt der Preis. Was für Themen haben Sie? Alles. Street. Alles.
Okay, und da sind Sie nicht nur in München unterwegs, sondern wahrscheinlich auch irgendwie auf der ganzen Welt, in Europa? Nein, ich bin eigentlich mehr in Bayern unterwegs. Bayern ist ja groß genug. Da ist groß, wollte ich sagen, da ist also genug los. Ja. Ja. Was hat sich denn, eine letzte Frage noch, was hat sich Ihrer Erfahrung nach geändert von der Art zu drehen und wie mit Schauspielern umgegangen wird, heute im Vergleich zu früher in den Zeiten mit Siegfried Lowitz noch? Ja, es hat sich natürlich wahnsinnig viel geändert. Allein diese Umstellung von analog zu digital hat sehr viele Veränderungen mit sich gebracht. Heute ist es ganz wichtig, dass Redakteure unheimlich viel Material auf dem Tisch haben. Früher hat man einfach gezielter produziert. Es wurde auch Super 16, glaube ich, gedreht, ne? Oder auf 16 einfach. Nee, stimmt, 4:3 war das Format auf 16 mm, ne? Na, wir haben sogar noch 35 gedreht. Ja, ja. Und ja, das Material kostete Geld. Und von daher musste man auch sehr viel sorgfältiger umgehen mit allem anderen, weil das Material ja auch nicht so billig war. Und heute drehst du halt aus 360 Grad Kammern, ne? Und aus allen Ecken und aus allen Winkeln und aus allen Richtungen und machst das also total und halbtotal. Und GoPro im Hut auch noch, Point of View des Hutes, der Hutspitze. Hauptsache, der Redakteur hat viel auf dem Tisch. Das ist das eine, was also für einen Schauspieler natürlich unheimlich anstrengend ist, weil er immer wieder alles von vorne macht. Ja. Das ist natürlich auch der Unterschied. Im Theater müssen Sie irgendwie die ganze Zeit die Performance bringen und beim Film sitzt man da irgendwie häufig rum und kann auch was essen und was trinken und dann musst du aber irgendwie auf den Punkt das bringen. Manchmal nur so zwei Sätze. Oder wie ist denn das? Wie ist das so? Ja, dieses mit dem auf den Punkt muss natürlich auch wiederholbar sein. Das macht eben auch die Professionalität aus. Und beim Theater und TV oder Film kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ich meine, beim Film oder beim Fernsehen spielst du in das tote Auge rein, ich sage jetzt mal die Optik. Mhm. Und ja, und beim Theater hast du halt lebendes Publikum unten sitzen, ne? Da merkt man auch sofort, wenn die irgendwie, wenn da ein Funke nicht überspringt oder wenn, ja, wenn die Stimmung einfach nicht so ist wie am Tag vorher und man muss wahrscheinlich dann trotzdem abstreifen und weitermachen, als wäre nichts gewesen, muss da irgendwie mit klarkommen. Ja, kann passieren, ist scheiße, ist dann eigentlich vorbei. Beim Film kannst du es wiederholen. Was ist so eine, so mit die spannendste oder abgefahrenste Erinnerung an Ihre Drehzeit, an Ihre 40 Jahre oder über 40 Jahre Drehzeit? Mit Siegfried Lowitz, wenn ich mich jetzt erinnere. Siegfried Lowitz war ein schwieriger Kollege und hatte manchmal auch Schwierigkeiten mit seinem Publikum. War da manchmal etwas ungeduldig oder auch ein bisschen so, ja, ein bisschen barsch mit den Leuten. Und da kam mal eine, riss unseren Garderobenwagen, die Tür von unserem Garderobenwagen auf und sah den Lowitz und sagt so, ach, Herr Köster, das hat er besonders gerne, er sagte dann meistens, ich bin nicht Köster, ich spiele den nur, mein Name ist Lowitz, aber das hat er sich da verkniffen. Also ich sagte, also Herr Köster, jetzt dürfen Sie mir gleich ein Autogramm geben. Und dann ist er also aufgegangen, also in Tirol sagt man wie ein Germknödel, also richtig wütend geworden, hat die Frau rausgeschmissen und dann sind wir alle zu ihm hin und sagen, Mensch, Loh, so kannst du es eigentlich nicht machen. Ja. Das ist ja Publikum und so. Er ging also geknirscht in sich und dann wurden wir zum Dreh gerufen und mussten an einer kleinen Baustelle vorbei. Da wurde so ein Gullideckel war aufgemacht worden und so diese Achtung, Vorsicht, Lebensgefahr, rot-weißen Bänder drumherum. Mhm. Und in dem Gulli saß ein Arbeiter. Und der Lowitz ging vorbei, blieb dann stehen, guckte runter, wollte alles, was vorher geschehen war, wieder ein bisschen gut machen an sein Publikum. Und hat zu dem Mann gesagt, na, junger Mann, schon so früh bei der Arbeit? Und dann ist der aufgegangen und gesagt, du, wenn's dich nicht gleich schleichst, dann hau ich dir jetzt den Deckel auf den Kopf. Total verschreckt wich der Lowitz zurück und sagte zu mir,
Siehste, wie man's macht, ist es verkehrt. Das ist Dankeschön. Die Anekdote. Ja, toll. Ja, ja gut. Dankeschön. Ja. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch und eine gute Zeit hier in Wiesbaden und gute Besserung für ihn, Dalmatina. Oh, ja. Wie heißt sie denn? Sally heißt sie. Sally. Ja. Sally, ganz gute Grüße. Du guckst das ja auch und dann ne, im Krankenbett alles Gute. Ja, und bitte bei Gute Wiesbaden Vorschläge, wen ich als nächstes interviewen soll, bitte wie immer gesagt, so in die Kommentare oder unten an diese eingeblendete Adresse.